Chef Eric Schmidt hat es in Barcelona jetzt vor wenigen Tagen, ich glaube gestern, verkündet, dass Google bei der Entwicklung immer mobilen Anwendungen die Priorität geben wird. Was ja erstaunlich ist angesichts des noch verhältnismäßig kleinen Marktanteils des mobilen Betriebssystems Android. Was kommt da auf uns zu? Also ich glaube, dass der Trend in Richtung mobile Datennutzung einer der größten Trends ist, die wir überhaupt im Moment sehen. Es gibt eine ganze Menge anderer Trends, über die wir auch gerne reden können. Aber was dort im Moment stattfindet, auf mehreren Ebenen, einmal natürlich auf der Ebene der Technologie der Endgeräte. Wenn Sie sich die neuesten Versionen anschauen, ob das jetzt ein Apple iPhone ist, ob das unser Nexus One Gerät ist, wobei immer ganz wichtig zu verstehen ist, dass wir dieses Gerät nicht bauen, sondern dass es von einem Hersteller namens HTC gebaut wird und wir die Software dort zur Verfügung stellen. Aber wenn Sie sich die Entwicklung dort ansehen, das ist absolut faszinierend. Das sind wirklich Kleinstcomputer mittlerweile mit einer Leistungsfähigkeit, die man sich vor einigen Jahren noch nicht hätte vorstellen können. Das ist aber nur ein Element davon. Die anderen Elemente, die noch dort einherspielen, ist die massive Entwicklung, die wir sehen Richtung, was wir als Cloud Computing bezeichnen, dass sie also immer mehr Rechenleistung nicht mehr vor Ort auf dem Endgerät selber ablaufen lassen, obwohl diese Geräte so stark geworden sind, sondern dass sie sie in großen Rechenzentren mehr oder weniger ablaufen lassen, diese Prozesse, und dass sie dann, und das ist die nächste Entwicklung, die damit einhergeht, dass sie mit sehr, sehr schnellen Internetverbindungen halt in irgendeiner Form ans Netz angeschlossen sind und sie darüber auch in der Geschwindigkeit dann die entsprechenden Daten transferieren können. Ist es verkürzt formuliert, wenn man sagt, Google hofft, dass keines der Unternehmen, vorhin wurde der Hamburger Hafen erwähnt, keines der Unternehmen in 10 Jahren überhaupt noch Software kaufen muss mit Einzelplatzlizenz, wie man es bisher noch kennt, auf einem Rechner oder Firmenserver installiert, sondern dass man nur noch Software-Nutzungsrechte erwirbt von Anwendungen, die im Netz gehostet werden. Wir glauben, dass es einen massiven Trend, ich möchte nicht ausschließlich sagen, da ist mir sicherlich Spezialapplikationen in der einen oder anderen Form geben, aber wir glauben, dass es sicherlich im Unternehmensbereich einen ganz, ganz massiven Trend in diese Richtung gibt. Faszinierend ist aber dieser Trend im Privatsegment, ganz genauso. Wenn Sie wirklich sich nochmal überlegen, was kann ich heute mit einem solchen Gerät machen? Wenn ich heute mein Nexus One nehme, dann habe ich die komplette Leistungsfähigkeit dort eines kleinen Computers. Ich habe aber zusätzliche Funktionalitäten, über die Sie haben eben gefragt, warum wir Mobile First so in den Vordergrund stellen. Wir haben dort Funktionalitäten, die Sie sich mit einem PC nicht im Ansatz Ihnen erschließen würden. Sie haben beispielsweise den Zugriff auf die GPS-Informationen. Jedes dieser Geräte hat einfach, wissen Sie alle, ein GPS eingebaut. Sie haben den Zugriff auf die Kamera-Funktionalität. Sie haben wahrscheinlich von dem Produkt Google Goggles gehört, was mittlerweile in der Erkennung von Bildern und der Visualisierung sehr, sehr weit ist, wo Sie einfach von einem Gebäude beispielsweise oder einem Buch ein Foto machen können. Das wird automatisch erkannt, wird sofort, das könnten Sie von der Datenmenge, ohne was ich gerade besprochen, erzählt habe, die schnellen Datenleitung und das Cloud Computing, könnten Sie das ja überhaupt nicht mehr abgleichen. Egal wie leistungsfähig Ihr Gerät wäre, Sie hätten überhaupt keine Chance, ein solches Bild zu nehmen, zu verarbeiten, gegen die Datenbank aller verfügbaren Bilder dieser Welt, mal ganz, ganz extrem ausgedrückt, abzugleichen und die Informationen an Sie zurückzuspielen, worum es sich eigentlich handelt, was das vielleicht für Öffnungszeiten hat, was es dort für tolle, nehmen Sie ein Foto von einem Museum, was es dort für tolle aktuelle Ausstellungen gibt und Ähnliches. Das kombinieren Sie noch mit der Lokation, also der Information, wo Sie sich gerade befinden. Sie haben in den meisten Geräten mittlerweile auch einen Kompass. Das heißt, Sie können teilweise mit den Geräten auch einfach irgendwo hin zeigen und das Gerät weiß genau, wohin Sie gerade zeigen. Und Sie haben Zugriff auf diese Information. Und das ist schon eine absolute faszinierende Welt an neuen Anwendungen, die sich dort erschließt. Gar keine Diskussion. Wir beobachten jetzt ja diese Entwicklung hin. Vielleicht ist es noch keine Entwicklung, aber die Hoffnung, dass Apps immer erfolgreicher werden. Es gibt den Google App Store, dem jetzt andere nacheifern. Es gab jetzt die Bekanntgabe einer Allianz von, glaube ich, 20 mobilen Netzbetreibern, darunter auch die Deutsche Telekom, einen gemeinsamen App-Standard auch zu entwickeln. Mhm. Ist das hier eine Entwicklung weg vom offenen Internet? Denn wenn ich Inhalte, auch Verlagsinhalte, nur noch in einer App anbiete, dann kommt Google da ja nicht mehr dazwischen, kann diese Inhalte nicht erfassen und der Welt anbieten, sondern sie existieren auf dem Firmenserver und auf dem iPhone oder Android-Handy innerhalb der App. Wie positionieren Sie sich da? Ja, das ist, also Google muss nicht immer überall dazwischen kommen. Das ist nicht unser Ziel. Wir haben als Vision, dass wir Informationen demokratisieren, dass wir Informationen Menschen zur Verfügung stellen, alle Formen und alle Arten von Informationen. Und Sie sprechen natürlich schon einen Punkt an, dass wenn Sie auf ganz vielen verschiedenen Softwareplattformen plötzlich wiederum Spezialsoftware, eine App ist dann am Ende nichts anderes als eine Spezialsoftware, die für eine bestimmte Plattform geschrieben worden ist, haben, dann macht das uns sicherlich nicht einfacher. Das ist beispielsweise einer der Gründe, warum wir, und das wird jetzt sehr, sehr technisch, ein Programmierstandard, wie man nennt ihn HTML5, sehr intensiv unterstützen.
weil dies ermöglichen würde. Das ist übrigens ein Riesenproblem auch für Sie als Publisher von Apps, dass wenn Sie in Zukunft 10 verschiedene Standards haben, also Sie haben einen von Nokia getriebenen Standard, Sie haben einen von Apple, Sie haben einen Android-Standard von Google und so weiter, dann müssen Sie am Ende für die gleiche Funktionalität Ihren Programmierer 10-mal beauftragen, in einem neuen Format das zu programmieren. Und das ist auch aus Kostensicht absolut ineffizient. Da möchte keiner hin. Und wenn Sie das auf HTML5 programmieren, das ist ein Standard, ein Open-Source-Standard, den wir dort unterstützen, dann müssen Sie das nur einmal bauen. Also deswegen hoffen wir, dass es etwas mehr in diese Richtung gehen wird. Das Zweite ist, wir haben gelernt über die Jahre oder haben beobachtet, dass geschlossene Systeme grundsätzlich nichts sind, was auf Dauer für den Konsumenten den idealen Mehrwert bringt. Deswegen verfechten wir und kämpfen wir sehr stark für sehr offene Systeme und deswegen sind wir ja unter anderem auch hingegangen und haben ein eigenes Betriebssystem, es ist mehr, es ist ein kompletter, man nennt es ein Software-Stack, aber schlicht ausgedrückt ein eigenes Betriebssystem entwickelt, das wir Android nennen, was wir als Open Source mehr oder weniger gratis oder umsonst zur Verfügung stellen, weil wir gesagt haben, eigentlich finden wir diesen mobilen Trend faszinierend und je mehr Unternehmen diese Software benutzen können, gratis benutzen können und dann darauf wiederum spannende Applikationen zu bauen, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Konsumenten auch, dass die Endgeräte günstiger werden, dass attraktive Programme gebaut werden, dass mehr Menschen das mobile Internet nutzen und das dann wiederum, und da schließt sich der Kreis, haben wir auch ein ganz offenes wirtschaftliches Interesse, denn wir wissen beispielsweise, dass auf einem mobilen Endgerät wie einem iPhone oder einem, wobei nicht unbedingt das perfekte Beispiel für ein offenes System, aber dass auf einem mobilen Endgerät wie einem iPhone oder einem Nexus One die Anzahl der Suchen beispielsweise ungefähr um den Faktor 30 über einem vergleichbaren anderen Endgerät liegen. Das ist ja auch naheliegend, nicht? Weil sie deutlich, dass sie die zusätzliche Ortsinformation haben, auch noch viel spannendere und viel attraktivere Sachen suchen können und es auch eigentlich in der Regel näher an sich haben, als das bei einem PC der Fall ist. Das heißt, wenn etwas sehr offen ist, in offenen Standards programmiert ist und wenn sich die Welt der Mobiltelefone ähnlich wie die Welt des Internets, also als eine offene, kompatible Welt, wo jeder talentierte Programmierer sich nach Belieben dran austoben kann, ohne in irgendeiner Form gegängelt zu werden, in diese Richtung entwickelt, dann werden wir davon mittelfristig auch als Firma und auch ganz, ganz knallhart in unserem Geschäftsmodell, werden wir davon profitieren.